Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr seht es, ich sitze hier in einem neuen Auto. Und zwar ist es ein Volvo XC40, der P8 Recharge, also der vollelektrische Kompakt-SUV von Volvo. Und heute ist ein Tag, wo Volvo quasi mit allen möglichen YouTubern Probefahrten macht. Und ich wurde hier auch eingeladen nach Hamburg in ein Hotel, Fontenay nennt sich das. Und hier sind ohne Ende YouTuber. Ihr seht das wahrscheinlich jetzt auf dem Kanal oder auf den Kanälen, dass überall diese XC40-Videos wie Pilze aus dem Boden schießen. Und alle machen Reviews. Gut, ihr kennt ja meinen Kanal. Ich mache etwas andere Reviews. Ich mache ja meistens Reichweitentests. Das kann ich heute natürlich nicht ganz so machen wie gewohnt, weil ich eben nicht nach Bremerhaven fahren kann, denn ich bin hier in Hamburg und so lange habe ich den Wagen nicht. Ich fahre aber trotzdem eine Reichweitenstrecke und zwar fahre ich von Hamburg nach Lübeck und zurück. Das sind so 140 Kilometer und werde dann auch eine Ladekurve aufnehmen und euch dann mal zeigen, was kann dieser XC40 Recharge und was kann er eventuell nicht. Also wird spannend, deswegen bleibt dran. Ja, der XC40 baut ja im Prinzip auf der Technik vom Polestar 2 auf, denn Volvo und Polestar sind ja im Prinzip Schwesterunternehmen, auch wenn sie anders heißen, gehören aber demselben Mutterkonzern und greifen gegenseitig auf ihre Komponenten zu. Und Volvo hat das natürlich ganz clever gemacht, auch um möglichst kostengünstig ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. Sie haben einen Verbrennerchassis genommen, nämlich der XC40, ein sehr beliebter Mittel-SUV, Mittelklasse-SUV, der sich, glaube ich, im letzten Jahr 12.500 Mal in Deutschland alleine verkauft hat. Und da haben sie dann die Polestar-Technik runtergeschraubt, also den 78 Kilowattstunden großen Akku, davon sind 75 Kilowattstunden nutzbar. Sie haben zwei Motoren verbaut, hinten und vorne, also permanenter Allradantrieb. Das Ganze hat irgendwie 408 PS, glaube ich, und hat 660 Newtonmeter. Also schiebt ziemlich gut nach vorne, unter 5 Sekunden von 0 auf 100. Für so ein SUV ist das brachial, muss ich euch sagen. Ja, und ansonsten ist es im Prinzip die Verbrennerplattform. Das heißt, der Kühlergrill vorne ist geschlossen. Daran erkennt man es, dass es nicht der Verbrenner ist. Und hinten am Typenschild erkennt man es. Und im Innenraum ist es natürlich das, was Volvo momentan State of the Art anzubieten hat. Allerdings, das ganze Infotainment-System ist genau wie beim Polestar Android Automotive. Das heißt, im Prinzip ein riesen Android-Handy mit einem Home-Button und von dort kann man die ganzen Apps steuern. Auch mit Google Maps wird navigiert. Das kennt man im Prinzip 1:1 vom Polestar. Auch das Tacho-Display ist relativ ähnlich und die ganze Bedienung ist halt relativ ähnlich wie beim Polestar. Wohltuend finde ich, dass bei Volvo im Unterschied zum Polestar die Mittelkonsole nicht so wahnsinnig wuchtig ist. Das war ja doch ein bisschen beengend, fand ich, in dem Polestar 2, den ich mal gefahren habe. Und hier ist es doch ja so, wie man das eigentlich auch gewohnt ist. Und sie haben hier auch einen Mitteltunnel verbaut. Nicht so wie andere Elektroautos, dass es zum Beispiel hinten durchgehende Fläche wäre. Nein, im Mitteltunnel, da sitzt nämlich auch ein bisschen Akku drin. So, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also die Gleichheit zum Verbrenner geht sogar so weit, dass sie hier eigentlich ein Loch haben, wo normalerweise die Start-Stopp-Taste ist für das Auto. Die gibt es hier aber nicht, weil das ist sozusagen ein Plug-and-Drive oder ein Sit-and-Drive-Auto. Das heißt, man setzt sich rein, drückt auf die Bremse, stellt auf D und fährt los, ohne an- und auszustellen. Genauso muss man den Wagen auch nicht ausstellen, wenn man aussteigt. Einfach aussteigen, weggehen. Der Wagen parkt, verriegelt sich komplett automatisch. Das ist sehr angenehm. Aber hier ist im Prinzip ein Stopfen, ein Plastikstopfen drin, wo normalerweise der Knopf zum An- und Ausschalten ist. Das haben sie also komplett 1:1 so übernommen. Ja, sonst die Materialien, Volvo-typisch, sieht es alles sehr, sehr hochwertig aus. Hier oben ist es so leicht unterschäumt. Hier haben wir so einen Kunststoff, was so ein bisschen in so einer Alu-Optik ist, die Luftaustrittsdüsen sind, ja, so wie es bei Volvo momentan ist, so hochkant angeordnet, sehr lang gezogen. Sieht alles doch recht schick aus, also mir gefällt das total gut. Auch hier in der Mittelkonsole haben wir so ein bisschen Klarlack, hier haben wir eine induktive Ladeschale, zwei USB-C-Anschlüsse. Was haben wir noch? Wir haben hier ein Mittelfach für die Arm, unter der Armlehne. Da ist Stauraum, auch in den Seiten ist genug Stauraum. Ja, die Sitze hier in diesem Auto sind so eine, was ist das, Alcantara-Optik mit so einem Kunstleder, glaube ich, an den Seiten, weiße Ziernähte. Sieht alles doch recht schick aus. Der Wagen hier hat ein Panoramaschiebedach und das wirkt schon relativ, ja, relativ hochwertig. Und der Wagen hat auch einen stolzen Preis. Also diese Version hier, in der ich jetzt hier sitze, die kostet so um die 70.000 Euro. Die hat auch alles, was es so gibt, alle Assistenzsysteme und so weiter.
Die Startpreise hier vom XC40 Recharge, die beginnen bei 62.000, ist immer noch eine Menge Holz. Gut, da kann man jetzt noch Förderung abziehen, aber trotzdem teurer als die Konkurrenz. Und deswegen hat sich Volvo auch gedacht, ja gut, vielleicht ist es doch keine gute Idee gewesen, diesen Preis so hoch anzusetzen. Dann machen wir doch mal für die nächste Version ein paar tausend Euro Abschlag. Das heißt, das Modell 2022, was jetzt im Frühjahr schon angefangen wird zu bauen, was man dabei erst nächstes Jahr kriegen kann, das wird günstiger. Und sie wollen sogar, glaube ich, dieses Jahr noch eine Version mit nur Frontantrieb auf den Markt bringen und einen kleineren Akku. Der wird dann natürlich auch noch mal günstiger. Ja, im Moment haben wir halt die volle Hütte-Version und mit der begebe ich mich dann gleich mal auf meine Reichweitenstrecke. Allerdings nicht Bremen-Bremerhaven, sondern Hamburg-Lübeck und zurück. Und dann wollen wir mal sehen, was der Volvo hier so an Verbrauch an den Tag legt. Die Form, der Luftwiderstand, also CW-Wert irgendwie so 0,31 oder sowas, der verheißt, sage ich mal, nichts Gutes. Auch im Datenblatt steht schon ein höherer Verbrauch als zum Beispiel beim Polestar. Und der ist ja auch nicht gerade sehr, sehr günstig im Verbrauch. Also hier liegen wir laut WLTP bei einer Reichweite von 418 Kilometer, glaube ich. Und ein Verbrauch wird angegeben zwischen 23 und 26 Kilowattstunden im Durchschnitt alleine schon. Tja, da bin ich gespannt, wo wir dann wirklich landen, wenn wir mal auf der Autobahn fahren. Und zwar machen wir das wieder mit Tempo 130. So, Route ist im Google Navi eingegeben und dann würde ich sagen, starten wir mal. Erstmal müssen wir eine kurze Strecke durch Hamburg fahren. Und dann geht es gleich auf die Autobahn. Das reimt sich sogar. So, sorry, ich muss mir mal eben die Sonnenbrille aufsetzen, weil ich hier komplett gegen die Sonne fahre. Sonst sehe ich nämlich nichts mehr. Jetzt bin ich natürlich wieder gerade im Schatten, aber egal. Also was mir sehr schön auffällt hier bei dem Wagen ist, dass der ein wunderschönes One-Pedal-Driving-Gefühl hat. Also das liebe ich ja auch bei meinem Tesla und ich finde das immer schön bei Elektroautos, weil ich es ja jetzt auch gewohnt bin. Es gibt sicherlich Leute, die das nicht so mögen, aber wer es einmal wirklich benutzt, ich glaube, der kommt auf den Geschmack. Und bei dem Volvo ist es so, dass er im Prinzip diese Funktion nur ein- oder ausschalten kann. Das heißt, es gibt jetzt keine verschiedenen Rekuperationsstufen oder auch keine Schaltwippen hier am Lenkrad, sondern man kann One-Pedal-Driving ein- oder ausschalten und das war's. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ich den Fuß vom Strompedal nehme, dass er sofort relativ stark verzögert, so gut wie bis zum Stillstand, nicht ganz, also er rollt ganz langsam weiter. Und generiert so natürlich jede Menge Energie zurück in den Akku. Das macht er übrigens auch, wenn der Akku komplett voll ist, dann natürlich ohne Energie zurück zu regenerieren. Dann benutzt er nämlich die mechanischen Bremsen. Fragt man sich jetzt, was soll denn der Quatsch? Das geht also natürlich nur darum, dass der Fahrer immer das Gefühl des One-Pedal-Drivings hat, auch wenn der Akku voll ist. Das ist beim Tesla zum Beispiel nicht so. Je voller der Akku oder je kälter der Akku auch, desto weniger die Rekuperation, sodass man manchmal sich richtig erschrickt und man den Fuß vom Gas erwartet, dass er bremst. Mein Tesla zum Beispiel, und er bremst gar nicht. Also das muss man schon wissen und das finde ich teilweise richtig doof. Finde ich hier im Volvo ganz gut gelöst, dass die mechanische Bremse einspringt, wenn der Akku halt keine Leistung mehr aufnehmen kann. Auch im Innenraum jetzt hier beim Fahren durch die Stadt muss ich sagen, sehr angenehme Geräuschkulisse. Ein leichtes Surren ist zu vernehmen, aber jetzt nicht störend, also kein Piepen oder sowas, was ich ja schon oft bei anderen Autos hatte. Sonst fährt er sich natürlich hier in der Stadt auf den Hamburger Straßen
ja, wie auf Schienen. Also es ist wirklich ein sehr angenehmes Fahrgefühl, ein sehr straffes Fahrwerk hat er, ein bisschen sportlich eben, nicht weich, nicht schwammig. Also er hat kaum Wankbewegung oder so. Das kann man jetzt hier zumindest in der Innenstadt erstmal nicht feststellen. Und es ist einfach ein ruhiges Dahingleiten. Also das ist schon mal richtig klasse. Aber gut, das ist ja beim Elektroauto auch selten anders zu erwarten. Gerade jetzt, weil man so um den Tempo 50 Bereich fährt. So, und jetzt sind wir hier gleich auf der Autobahn. Dann geht's Richtung Lübeck. Ja, auf der Autobahn bei Tempo 120 ist wirklich die Geräuschkulisse noch sehr, sehr schön leise. Also man hört ein bisschen Rollgeräusche von den 19 Zoll Rädern, aber ansonsten ist das hier alles wunderbar ruhig und sehr harmonisch, sehr gleitend, also kaum Vibrationen. Auch die Assistenzsysteme funktionieren, Adaptive Cruise Control oder der Lenkassistent, das ist alles, ja, out of the box klasse. Man weiß sofort, wie das funktioniert. Kennt man ja auch vom Polestar, ist ja fast das Gleiche. Und ja, es funktioniert einfach. Ne? Also auch wenn man einen Spurwechsel macht, dann geht man einfach rüber, blinkt und dann fängt er sich wieder. Er eiert auch nicht rum, sondern zieht schön gerade seine Bahn. Das ist schon mal richtig gut. Also Assistenzsysteme, ja, habt ihr gut hingekriegt. Da gibt es gar nichts zu meckern. Ja, der Lenkassistent, der warnt doch schon ziemlich früh und auch relativ deutlich, dass ich das Lenkrad wieder anfassen soll, also 15 Sekunden ungefähr. Und wenn ich das nicht mache, dann ist es tatsächlich so, dass er in den Notbremsmodus geht irgendwann und dann bremst er das Auto richtig runter und ja, bis zum Stillstand und hält tatsächlich eben auch an. Ne? Also das sollte man auf der Autobahn tunlichst nicht machen. Aber jetzt so nach so ungefähr 22, 23 gefahrenen Kilometern, mit davon 10 Kilometer durch die Stadt und jetzt so 10, 12 Kilometer auf der Autobahn, liege ich momentan bei Tempo 120 bei 25,6 Kilowattstunden im Durchschnitt. Wir haben übrigens 13 Grad draußen, es ist Ende Februar Winter, in Anführungsstrichen. Vor einer Woche hatten wir noch minus 10, jetzt haben wir plus 13. Und wir haben gerade mal früher Vormittag, also das wird heute wahrscheinlich an die 20 Grad. Also eigentlich ein Sommertag mitten im Winter. Ist natürlich keine Winterreichweitenverbrauchsfahrt heute, aber man muss ja nehmen, was man kriegt. Übrigens kein Regen, das ist ja für mich völlig ungewöhnlich. Aber ist auch völlig klar, ich fahre ja nicht meine Strecke Bremen-Bremerhaven, sondern ich bin heute Hamburg-Lübeck unterwegs. Ist natürlich was ganz anderes und deswegen habe ich auch keinen Regen. Völlig logisch, oder? Durch das Google Automotive Betriebssystem hat er natürlich auch den Google Sprachassistenten und den probieren wir jetzt mal aus, was er so kann. Hey Google, zeige mir Ladesäulen an meiner Route. Es besteht anscheinend kein Verbindung und ich konnte zeigen, die Ladesäulen entlang der auf der runtergeladenen Karte nicht finden. Oh, da gab es wohl ein kleines Problem. Hey Google, zeige mir Ladestationen entlang der Route. Ja, ab und zu scheint sich Google da noch so ein bisschen zu verhaspeln. Kann sein, dass es hier auch an der Netzverbindung liegt. Wir wissen ja, Deutschland, die ist Wüste Internet. Solange ich halt eine Online-Verbindung brauche, wird es in Deutschland immer wieder zu Problemen kommen. Eine weitere Besonderheit hier im XC40 ist, dass sich Volvo gedacht hat, wir machen es so einfach, dass wir nicht mal eine Reichweitenanzeige hier einbauen. Wir haben nämlich nur eine Prozentanzeige hier im Tacho. Die Reichweite wird erst angezeigt, wenn man unter 20% kommt. Dann ist sie auch einigermaßen genau. Da hat sich Volvo wohl gedacht, also
über 20% ist die Reichweitenanzeige so ungenau, weil so abhängig vom Fahrprofil. Das kann ja von bis sein, ja. Also 418 Kilometer WLTP und real ist es vielleicht 250. Das heißt, eine riesen Bandbreite da drin. Und dann haben sie gesagt, bevor wir so Werte anzeigen, die nichts mit der Realität zu tun haben, zeigen wir sie lieber gar nicht an. Kann man jetzt geteilter Meinung sein. Schöner wäre es doch, sie würden eine Reichweite berechnen, die einigermaßen realistisch ist anhand meines Fahrprofils, was der Wagen eben lernt. Weil es ist meines Wissens das erste Auto, was wirklich auf eine Reichweitenanzeige verzichtet. Bisschen ungewöhnlicher Schritt, muss man sagen. Ja, und nach gefahrenen 40 Kilometern sind wir immer noch bei 25,5 Kilowattstunden auf 100. Wir fahren Tempo 130, wie gesagt, hier auf der A1 Richtung Norden. Und der Wert ist gar nicht so hoch, wie ich befürchtet habe, muss ich sagen. Gut, es ist aber auch nicht ganz kalt, es ist 13 Grad. Und wir haben so gut wie keinen Wind. Ich würde fast sagen, es ist windstill. Und diese 4,9 Sekunden von 0 auf 100, die merkt man hier wirklich. Also wenn man hier mal ein bisschen aufs Strompedal tippt, boah, dann drückt der nach vorne. Es ist wirklich der Hammer. Und da ist es fast schon schade, dass der bei 180 km/h abgeriegelt ist. Aber ganz ehrlich, für ein Elektroauto ist das auch eine super Geschwindigkeit, gerade mit so einem hochaufbauenden SUV. 180, gut, man merkt es vielleicht nicht, dass man so schnell fährt. Und die Geschwindigkeit ist auch ruckzuck erreicht. Aber für die Effizienz ist das natürlich tödlich. Ne? Also ist ganz klar, dass wir bei Tempo 130 hier eine Geschwindigkeit haben. Die ist schon auf der Autobahn so, dass man damit eine gute Strecke kommt, weil der Verbrauch, der pendelt sich jetzt bei 55 Kilometern immer noch so bei 25,4 sind wir gerade Kilowattstunden ein. Wenn man dann aber jetzt 170, 180 fahren würde, ganz ehrlich, da liegen wir wahrscheinlich an die 40. Das probiere ich jetzt aber nicht aus, weil darum geht es mir heute nicht. Ich will ja eine Verbrauchsfahrt machen, eine Reichweitenfahrt bei Tempo 130, um das mal mit meinen anderen Autos zu vergleichen, die ich bisher so gefahren bin. Und entgegen allen Unkenrufen muss ich zugeben, dass sich der XC40 hier doch relativ gut schlägt. Bei so einem ruhigen Wetter hier auf der Autobahn ist der Verbrauch für mich eigentlich völlig akzeptabel. So, nach 67 Kilometern sind wir jetzt gleich in Lübeck. Hier fahre ich nämlich ab und mache da gleich eine Wende. Das ist recht ungewohnt, weil ich mal nicht in Bremerhaven bin. So, wir sind jetzt exakt 70 Kilometer unterwegs und der Durchschnittsverbrauch mit ein bisschen Abfahrt hier und langsamer Fahren sind 24,5 Kilowattstunden. Durchschnittsgeschwindigkeit waren 90 Kilometer pro Stunde jetzt dieser ganzen Tour. Und das ist ein Wert, wo ich tatsächlich positiv überrascht bin. Also ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, muss ich echt mal sagen. Bin mal gespannt, wie es auf der Rücktour noch ist, ob sich das noch groß verändert. Aber irgendwie scheint er mir doch relativ konstant zu bleiben, was diesen Wert angeht. In der Innenstadt in Hamburg, wo ich die ersten 10 Kilometer mit Tempo 50 gefahren bin, lag der Durchschnitt übrigens bei 17 Kilowattstunden. So, jetzt sind wir wieder auf der Rücktour. Geht's wieder zurück nach Hamburg. Das sind noch mal so rund 60 Kilometer. Dann will ich den Wagen noch mal ein bisschen treten, damit ich ihn möglichst leer bekomme. Weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich bin mit 97% gestartet und jetzt bin ich bei 71% nach gefahrenen jetzt schon 78 Kilometern. Da habe ich also noch ein bisschen was vor mir und ich will ja versuchen, noch eine Ladekurve aufzunehmen. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich, weil um 13 Uhr muss ich den Wagen wieder abgeben. Da haben wir noch ganze 3 Stunden Zeit, sollte eigentlich klappen.
Ja, vorn hat der Spurhalteassistent dann doch mal ein bisschen rumgezickt. Er fuhr dann plötzlich total nach links auf der Spur, anstatt dass er sich irgendwie schön mittig hält, was er jetzt wieder macht. Aber am Anfang zog er voll nach links. Das ist auch ein bisschen unverständlich. Bei knapp 100 Kilometer Strecke liegen wir bei 26,0 Kilowattstunden. Wir sind jetzt ja auf dem Rückweg nach Hamburg. Vielleicht haben wir ja doch ein bisschen Gegenwind, fühlt sich aber nicht so an. Ich glaube, wenn, dann ist es nur minimal. Hier haben wir jedenfalls einen leicht höheren Verbrauch als auf der Hinfahrt. Aber auf der Hinfahrt, da war auch noch ein bisschen Stadtverkehr dabei. Jetzt ist es momentan halt nur Autobahn gerade und Tempo gilt nach wie vor 130. Ja, und dass der XC40 ein bisschen härter gefedert ist, das konnte man gerade merken. Wir hatten hier so ein paar Unebenheiten auf der A1, waren so ein, zwei Kilometer, sehr schlechte Strecke. Und ja, die Unebenheiten waren doch deutlich zu spüren, ist jetzt aber nicht negativ, im Gegenteil. Also es fühlt sich doch relativ straff und sportlich an. Ein bisschen anders, also im Gegenteil zu dem iWays zum Beispiel, den ich zuletzt gefahren bin. Der hat ja wie so ein Kissen alles glatt gebügelt, da hat man gar nichts gemerkt. Da fuhr man wie auf einer Wolke, dafür war der halt auch so ein bisschen schwammiger, würde ich sagen. Und der hier, der XC40, das ist alles so ein bisschen direkter und das macht schon Spaß. So, wir sind gleich bei 130 Kilometer Strecke. Das heißt, da werde ich jetzt hier wieder von der Autobahn runterfahren. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende gelandet sind. So, wir sind 132,8 Kilometer unterwegs gewesen. Der Durchschnittsverbrauch lag bei 25,7 Kilowattstunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 90 km/h. Das ist tatsächlich weniger Verbrauch, als der Polestar 2 hatte. Und das überrascht mich jetzt total. Wir hatten vielleicht ein bisschen wärmere Temperaturen heute. Wetter war etwas besser und es hat nicht geregnet. Das ist natürlich auch immer ein Faktor. Aber zumindest ist der Volvo XC40 nicht deutlich schlechter im Verbrauch als der Polestar. Geschwindigkeit war ja ungefähr gleich. Ich bin auf der Autobahn immer Tempo 130 gefahren, da wo es ging. Und dann die ersten 10 Kilometer gingen durch die Stadt Hamburg. Da war halt Tempo 50 angesagt. Und dann soll er ja wahnsinnig schnell laden, nämlich bis zu 150 kW an Gleichstrom. Wechselstrom nur 11 kW, aber das ist ja normal, immerhin dreiphasig. Da kannst du ja auch nicht meckern, ist ja Standard. Fahrkomfort macht echt Spaß. Wirklich, das Ambiente hier ist sehr, sehr hochwertig. Da gibt es nichts zu kritisieren. Verarbeitung, also gefällig ohne Ende. Volvo-typisch, also wirklich hochwertig, kann man wirklich nichts dagegen sagen. So, das war also die Reichweiten-Teststrecke, 132,8 Kilometer auf der A1, diesmal nicht von Bremen nach Bremerhaven, sondern Hamburg-Lübeck und zurück. Und jetzt habe ich 50% im Akku und ich muss hier noch ein bisschen runterkommen. Ich will so bis 20 oder vielleicht sogar unter 20% kommen, damit ich noch eine Ladekurve aufnehmen kann. Mal sehen, ob ich das schaffe. Die Zeit drängt, also dann geben wir mal Gas oder Strom. Ja, das war meine Reichweitenfahrt mit dem, ich wollte gerade sagen Polestar, nein, mit dem Volvo XC40. Der erinnert mich natürlich sehr an den Polestar, gerade was dieses Infotainment angeht und die ganze Bedienung, aber ist eigentlich ein ganz anderes Auto. A, es ist ein SUV,
B ist er eigentlich viel größer natürlich aufbauend als der Polestar. Und er ist auch vom Interieur natürlich anders, Volvo-typisch sehr hochwertig. Aber was mir hier zum Beispiel viel besser gefällt als im Polestar, ist diese Mittelkonsole, die nicht so wuchtig ist. Im Polestar war das für mich irgendwie als Fahrer sehr einengend und ich wusste mit meinem Knie irgendwie nie so richtig wohin und das störte mich irgendwie. Und hier in dem Volvo, da finde ich das alles sehr, sehr überzeugend. Auch das Bedienkonzept hier mit dem Google Automotive, finde ich doch, hat sich schon seit dem Polestar, finde ich, ein bisschen verbessert. Auch diese ganze Navigation mit dem automatischen Hinzufügen der Ladestation auf der Strecke. Das habe ich gerade mal ausprobiert, weil eben mein Ladestand unter 20% gesunken ist. Und er hat mir automatisch vorgeschlagen, ich möge doch bitte eine Ladestation anfahren. Und hat mir gleich die nächstbesten quasi auf der Route angezeigt. Konnte ich dann während der Fahrt einfach auswählen. Und das habe ich so noch nicht wirklich viel besser gesehen, außer vielleicht bei mir im Tesla. Aber das hat wirklich Hand und Fuß. Da kannst du nicht meckern, wie der Bayer sagt. Und ansonsten bei dem gesamten Auto, Ladegeschwindigkeit ist völlig okay. 150 kW auf dem Papier, 145 habe ich jetzt hier. Wir haben auch wahrscheinlich Idealbedingungen. Der Akku ist warm gefahren. Wir haben draußen momentan eine Temperatur von 18 Grad sogar. Und das Ende Februar. Also das hat alles Hand und Fuß. Auch die AC-Ladeleistung dreiphasig mit 11 kW ist eigentlich State of the Art. Also Volvo, Respekt, ihr habt das Auto sehr gut hingekriegt, auch wenn es nur im Prinzip ein umgebauter Verbrenner ist. Aber das, was ihr da gemacht habt, das macht Spaß. Vor allem auch die Performance hier von dem Auto mit 4,9 Sekunden auf 100. Das Ding geht ab wie eine Rakete und das bei diesem SUV und bei der Größe, das erwartet man irgendwie nicht. Und wenn man dann auf der Autobahn ist und mal das Fahrpedal durchdrückt, da schießt man nach vorne und die hinter einem fahren, die machen dann so große Augen. Also das ist wirklich lustig. Sollte man nur nicht so oft machen, weil dann geht der Verbrauch doch in schwindelerregende Höhen. Da sind mal die 35, 40 Kilowattstunden auf 100 schnell erreicht und ja, die Reichweite, die schmilzt wie Eis in der Sonne. Gut, aber alles in allem, Fazit für mich, der Volvo XC40 Recharge ist ein super Auto. Mir gefällt er persönlich besser als der Polestar. Also wenn ich wählen müsste zwischen Polestar und XC40, ich würde den XC40 nehmen, auch weil er für mich auch praktischer ist. Als Familienvater mit einem Kind und sogar mit Hund ist das natürlich für mich viel besser. Hinten der Kofferraum passt mehr rein, 413 Liter, wenn nichts umgeklappt ist. Er hat einen Frunk mit ein bisschen Platz, er hat unter dem Kofferraum noch ein bisschen Volumen. Man kann eine Dachbox aufbauen, also das hat alles für mich als Reiseauto doch viel Sinn, würde ich sagen. Ja, wie gefällt euch der XC40? Schreibt es mir doch in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Auch was ihr dazu sagt, wie Volvo da jetzt rangegangen ist an ihr erstes richtiges Elektroauto, dass es ja eigentlich nur eine Verbrennerplattform ist, die sie auf Elektro umgebaut haben. Ist das für euch ein Nachteil oder sogar ein Vorteil? Was sagt ihr zu den Preisen? Momentan sind sie noch ein bisschen hoch. Angekündigt sind sie, dass sie sinken, dann wird das Auto vermutlich noch interessanter. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.